So, hier noch die Location des Makro-Shootings. Ein fertig aufgebautes Stativ mit Kamera und sonstigen Utensilien. Dann hier rechts unser leider sehr schwerer Fotorucksack, der doch einige Kilo auf die Waage bringt und den wir leider, wenn wir ein größeres Makro-Shooting haben, auch getragen werden muss. So, rechts sehen wir noch unseren Wachhund, der natürlich aufpasst, dass uns kein wilder Hase verschleppt. So, da seht ihr nun einen kleinen Aufbau eines Makro-Shootings. Motiv dieses Aufbaus sind hier diese kleinen Pilze an diesem Baum. Ungefähre Größe 1 bis 2 cm. So, ich würde einmal eine Aufnahme machen ohne Blitz und das zweite Mal mit Blitz. Der Blitz ist hier unten an einer Manfrotto-Klemme mit einer kurzen Verlängerung und auf einen kleinen Mini Kugelkopf. Der Blitz ist ein Vividar 285 HV. Auf die kleinste Leistung ein 16 gestellt und dieser Blitz wird etwas abgeschwächt durch einen kleinen 30 cm breiten Diffusor, einen sogenannten Faltreflektor. Dadurch bekommt das Motiv einen sehr weichen, beziehungsweise bekommt vom Blitz nur ein sehr weiches Licht. Das Licht wird auch sehr gestreut und dadurch ist das für Makromotive eigentlich kein Problem. So, möchte ich euch noch zeigen, ein Utensil von dem vorigen Shooting, das ich gesehen habe, und zwar ist das die Manfrotto Superclamp. Diese Manfrotto Superclamp hat hier eine Befestigungsmöglichkeit, die man mit diesem Ring zudrehen und aufdrehen kann. Dadurch lässt sich die Manfrotto Superclamp eigentlich überall oder fast überall anbringen, ob das jetzt eine Tischplatte, ein Fuß eines Sessels ist, beziehungsweise ein kleiner Ast, beziehungsweise so wie ich ein Stativbein. Für die Manfrotto Superclamp gibt es noch zum Beispiel diese Verlängerung. Diese Verlängerung wird einfach nur in die Superclamp gesteckt. Ich habe hier in meinem Fall einen kleinen Kugelkopf mit einem Blitzschuh, wo, wie ihr vorher gesehen habt, mein Blitz befestigt war. Dieser kleine Kugelkopf gibt es eigentlich von vielen Herstellern und haltet ein normales Systemblitzgerät locker. Wird einfach nur eingeschraubt und dann lässt sich der Kugelkopf einfach sehr schön bedienen. Die Superclamp hat hier eine Befestigungsmöglichkeit. Dort wird einfach die Verlängerung eingesteckt. Hier ist noch ein Zapfen, ein Sicherungszapfen und ein Drehverschluss, damit das auch wirklich bombenfest hält. So, Superclamp hat auch noch entweder 3/8 oder 1/4 Anschluss, Stativanschluss. In dem habe ich hier
einen Verlängerung, einen biegsamen Arm, der sich sehr leicht biegen lässt und doch einiges an Gewicht hält. Gibt es auch von verschiedenen Herstellern und in verschiedenen Längen. Ich habe hier auf diesem biegsamen Arm noch eine kleine Klemme. Mit dieser Klemme und diesem biegsamen Arm lässt sich dann, beziehungsweise mit dem ganzen Aufbau, den ich hier habe, mit der Super Clamp, mit der Verlängerung, mit dem Kugelkopf und mit diesem biegsamen Arm, mit der Klemme, lässt sich doch sehr viel im Makrobereich anstellen. So, jetzt möchte ich euch noch, wenn es noch sichtbar ist, es ist doch schon ziemlich dunkel, meinen faltbaren Durchlichtreflektor in der Größe 30 cm vorstellen. Ich habe hier einen von Photoflex. Und zwar gibt es dazu eine Tasche, wird einfach nur rausgenommen und entfaltet sich dann selbst. So, hat ungefähr 2 Blenden Verlust, das heißt, man muss ungefähr 2 Blenden einrechnen. Dieser kleine Faltreflektor oder auch Durchlichtreflektor genannt, ist für die Makrofotografie ein sehr nützliches Utensil. Denn es kann zum Beispiel Blitzlicht weicher machen, aber auch das harte Sonnenlicht. Sollte man zum Beispiel Makroaufnahmen zur Mittagszeit machen wollen, und da hat man doch ein sehr hartes Sonnenlicht, kann man mit diesem Durchlichtreflektor in der Größe 30 cm das Sonnenlicht, das harte Mittagssonnenlicht, doch sehr weich gestalten. Ist für die Makrofotografie für mich ein immer dabei Utensil und ich denke, kostet nicht viel und sollte überall dabei sein.